Aber wir haben aber andererseits Rilecki. Egal. Machen wir so. Phon drehen ist cool. Chabelle. Chabelle muss ich auch noch fertig machen. Oha. Scharapatak. Ich habe den Kampf verloren, da er mich mit einer Hitzewelle Turkis zweimal geburnt hat. Oh. Das ist unlucky. Definitiv unlucky. Und ich weiß auch, was jetzt Scharapatak vorhat. Bei Kurelei kann man mit jedem Pokémon kombinieren, der eine Feenschwäche hat. Und Pflanzenschwäche. Hat Gigasauger und Diebeskuss. Geht beides. Das ist schon heftig. Aber ich bin schneller als Dragoran. Das ist nämlich die Sache. Ich bin schneller als Dragoran. Gegnet aber kein... Oh, lol. Das ist aber richtig geil. Ich mach's mal so rum. Ich nehme mal die beiden vorne. Kurelei könnte ich im... Oder brauche ich Kurelei überhaupt? Ich glaube nicht. Ich nehme Stalober mit und Phantoros. Ja. Ich brauche Kurelei nicht unbedingt. Weil der Gegner könnte mich ja theoretisch küssen. Auch wenn es jetzt gerade schräg anhört. Ah, mit Chabelle. So, so. Ich bin aber schneller als Chabelle. Nehme Elektronetz oder gehen wir mal auf Safe? Ich nehme mal Reflektor. Kommt bestimmt eine Eisattacke, ne? Dann machen wir es so. Instant. Ich muss auf die Düse gehen. Chabelle ist, eigentlich kein großer Threat. Eher Dragoran. Und ich hoffe, dass Chabelle Lavados angreift. Und ich muss auf... Oh. Dragoran, alles klar. Das wird sehr interessant. Chabelle kommt gleich zuerst dran. Ich mache aber auf jeden Fall Reflektor. Eisstrahl. Auf Lavados. Perfekt. Kein Freeze. Ich bekomme jetzt Schwächenschutz. Auf Dragoran. Hat aber immer noch die Fähigkeit aktiv. Jetzt nicht mehr. Ich bin auf Plus 1 und Dragoran kann nicht viel machen. Es sei denn, dieses Dragoran ist speziell. Minus 1 Attack ist egal. Das ist vollkommen egal. So, jetzt gehe ich aber auf Lichtschild. Oder auf Elektronetz. Kann ich Phoromoso outspeeden? Ich gehe mal auf Elektronetz. Dragoran macht nicht mehr so viel, ne? Der Dragon wird nämlich auf Lavados gehen.
Ich gehe mal auf Ferro Mouser. Ich guck mal, was passiert. Geht er raus oder bleibt er drin? Weil Ferro Mouser hat auf jeden Fall die Fokusgurt. Ich bin trotzdem schneller, lol. Okay. Je nachdem, bleibt Regieleki drin oder nicht. Das ist nämlich sehr interessant. Die Düse. Perfekt. Unter 50%. Ich bekomme einen Angriffsboost. Jetzt ist Lavados auf plus 3. Schön. Das funktioniert. Comfy. Ist okay. Ist vollkommen okay. Ich könnte aber rausgehen. Ich könnte eigentlich einfach rausgehen, ne? Gehen wir auf Draugr ran. Komm, wir wird nur kitzeln. Weil ich riech schon, was er vorhat. Vielleicht greift der Regieleki an. Tatsächlich. Okay. Nice. Das wird reichen. Lol. Als ob. Bye bye Draugoran. Und Comfy ist auf minus 1 Special Verteidigung. Metagross. Ist aber vollkommen in Ordnung. Ich habe Erdbeben. Einmal Erdbeben im Durchzug und dann noch brennender Zorn auf beide. Das wird richtig schön. Das wird richtig schön. Einmal brennender Zorn. Bada boom. Bada beam. Aua, das tat sehr weh. Und ein Erdbeben. Okay. Alles klar. Oder noch ein Crit. Der Crit war unnötig. Das war ein zu flüssiger Kampf. GG. GG. Nice. Ich fand's richtig nice, dass Ferro Mouser auf mich schön Eisschau eingesetzt hat, um meinen Schwächenschutz zu aktivieren. Das heißt, es ist Zeit für noch eine Runde. Das ging ja richtig fast. Dann könnte ich vielleicht doch Fontrain mitnehmen. Weil ich habe noch nie Regieleki gespielt. Und ich kann es deswegen nicht einschätzen. Weil ich kann so mit Init droppen und dann kann Apokalypse reinkommen und einfach Fontrain drücken. Einfach so. Ich kann hier wieder Regieleki mitnehmen. Theoretisch. Theoretisch. Oder ich nehme mal Stalobor mit. Ich könnte Stalobor mitnehmen. Ja, Kani. Okay, das wird richtig interessant. Das wird richtig interessant. Vielleicht denkt der Gegner, dass ich Kurelei und Lavados mitnehme. Dann nehme ich stattdessen Regieleki und Stahlbaum mit. Ich nehme aber hinterhand Phantoros mit.
Und gegen Arktos. Ja, habe ich eigentlich Regieleki. Ansonsten. Kurelei. Backbone. Dieses Blitzer macht mir Angst. Hey Jodbecher, du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Das ist nämlich der letzte Kampf für den Nachmittagsstream. Wir machen aber später weiter im Late Night. Wir zocken auf jeden Fall Pokémon vor Genshin Impact. Weil bei mir war es heute sehr chaotisch. Aber wie geht's dir denn so? Tatsächlich. Hallo Blitzer. Okay, das Ding ist, Gegner wird auf jeden Fall rausgehen und niemals drinnen bleiben. Deswegen mache ich mal das hier. Hab morgen keine Schule, weil alle Lehrer auf eine Fortbildung sind. Nice. Nice, nice, nice. Dann gönn dir. Als ob der Gegner drinnen bleibt. Wieso? Bleibt der Gegner drinnen? Was zum Teufel? Wunschtraum. Von mir aus. Ich hätte auf Erdbeben drücken können, ne? Aber der Gegner hat Arktos. Was für ein Risikoplay. Was für ein Risikoplay. So, Lichtschild. Ja, jetzt hatte ich da mich. Kann nämlich auf Schutzschild gehen. That is the problem. Ja, ich booste mich erstmal. Du hast mega die angenehme Stimme. Dankeschön. Die Emojis waren auszusehen. Okay. Warum ist Relaxo jetzt paralysiert? Und kein Schutzschild? Ich bin mega verwirrt. Fassade. Ich bin mega verwirrt. Dann ebenso rum. Wenn er jetzt rauswechselt, keine Ahnung. Vielleicht denke ich gerade zu hoch. Ich nehme Phantorus. Bleib drinne. Alles klar. Alles klar.
Ich hoffe, du reist da bald Affiliate. Ich hoffe wirklich. Also Affiliate kann ich schon machen, aber meine Gewerbeanmeldung muss erstmal ankommen. Und das ist richtig ätzend. Arktos geht aber gar nicht raus. Alrighty denn. Standpauke, let's go. Und Eisenschädel. Relaxe macht gerade nichts. Lol, jetzt auch noch Full Para. Ach, Kani. Jetzt kommst du, der besiegt mich gleich. Ich kann schon sehen. Ich habe aber noch Regieleki. Erdbeben. Ich mach's. Akani, hallo. Ist das ein offensives Akani, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich wirklich ein großes Problem. Nein, da war Bedroher. Kein offensives. Lol, wie wir das tanken. WTF. Kein Reflektor mehr. Schade. Ein Crit? Nice. Schön, zwei Kämpfe dann gewonnen. Ich habe nur nicht verstanden, warum er Blitze drinnen lässt. Aber okay.